Oskar Rojonoske ist Samurai-Kämpfer, hauptberuflich. Aufgewachsen ist er als Markus Lösch in München. Doch dann änderte er seinen Namen, seine Religion, einen großen Teil seiner Identität. Für den Traum, Samurai zu werden. Das Kämpfen als solches ist sehr faszinierend, weil man als solches wirklich lernt, mit Situationen umzugehen, mit extremen Stresssituationen umzugehen, wenn man jemanden hat, der mit einer scharfen Klinge vor einem steht. Sieg oder Niederlage ist nur ganz knapp voneinander entfernt. Als Markus Lösch sich mit 15 sein erstes Schwert kaufte, waren seine Eltern erst dagegen. Er lernte im modernen Schwertkampf mit seiner Klinge umzugehen, doch das war ihm nicht traditionell genug. Mit 18 wanderte er nach Japan aus und trat in eine der bekanntesten Samurai-Schulen ein. Er wollte lieber Kampfkünste lernen als studieren. Für Christel und Werner Lösch war das nicht immer einfach. Als er zurückkam und wir merkten, dass sein Wunsch, das, was andere als Hobby machen, zum Beruf zu machen, war das für mich schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man dann so die Entwicklung sieht, dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es sein Weg. Heute ist Oskar Rojonoske zum Meister der Schule aufgestiegen. Er ist weltweit der erste Nicht-Japaner, der eine traditionelle Samurai-Schule leitet. Die ehemalige Militärschule besteht seit über 200 Jahren. Oskars Vorgänger haben politische Attentate verübt, die erste japanische Verfassung mitgestaltet, Köpfe rollen lassen. Mittlerweile kämpfen sie nicht mehr auf Leben und Tod, aber militärisch ist der Ton noch immer. Seinen japanischen Namen hat Oskar Rojonoske angenommen, als sein Meister ihn als Erwachsenen adoptiert hat. Es ist immer wichtig, dass traditionelle Künste in der Familie weitergegeben werden. Das heißt, dass der Name erhalten bleibt. Und mein Meister als solches hatte keinen eigenen Sohn und hat dann aus seinen Schülern eben mich ausgesucht, um die Schule weiterzuführen. Selbst in seinem Pass steht nun nicht mehr Markus Lösch. Er ist auch nicht mehr Katholik, sondern Buddhist. Viele Japaner sehen es kritisch, dass ein Deutscher ihre Tradition weiterführt. Japan ist ein sehr konservatives Land und es gab einige Leute, die der Meinung waren, dass als solches eine Koryu, vor allem eine berühmte Schule wie die unsere, als solches durch einen Japaner geleitet werden sollte und nicht durch einen Nicht-Japaner. Einige finden auch nicht gut, dass er den Hauptsitz der Schule nach Deutschland verlegt hat, genauer gesagt nach München. In Japan fand er kaum Nachwuchs. Und natürlich wollte Oskar auch zurück nach Hause. Ein bisschen hängt er dann eben doch an seiner deutschen Identität.